In dem Moment, wo ich ja schiesse, wollte ich ja auch nicht, dass es noch eine Chance hat. Also wenn eigentlich der Schuss abgebracht ist, dann ist ja mein Ziel. Oder mein Ziel ist ja immer, einen möglichst schnellen Tod an dem Tier eigentlich zu geben. Ich bin Gina Imfeld, bin 24 und bin Jägerin. Mein Beruf ist Kindergärtnerin und ich habe jetzt gerade Ferien und bin jetzt ein bisschen auf der Jagd. Wir fahren jetzt auf einen Assitz, also auf einen Abendassitz. Dann dürfen wir sobald jetzt ab der 4 darf man eigentlich wieder fahren. Bis um 6 Uhr. Nach der 6 darf ich eigentlich nur noch heim. Darf ich eigentlich nicht mehr jägern. Und wir gehen jetzt einen Tunnel runter. Dort oben sind noch keine Rehe geschossen worden. Und jetzt gehen wir ein bisschen pirschen und ein bisschen schauen. Ja, die Jagd ist einfach, es nimmt halt schon einen riesen Platz im Leben ein. Eben wie, man ist halt einfach das ganze Jahr Jäger, oder? Man ist nicht einfach nur während der Jagd Jäger, sondern man beschäftigt sich auch das ganze Jahr mit dem. Und die Jagd bedeutet mir schon sehr viel. Das ist schon eine Leidenschaft, das muss man schon sagen. Es hat auch nicht mega viel Platz jetzt noch für andere Hobbys für mich. Also mein Freund, der ist nicht gegen die Jagd oder so, der findet das auch gut. Er akzeptiert das und so, und er ist aber auch interessiert. Bei den Hirschen geht man halt schon jeden Abend, morgen und den ganzen Tag. Und ja, da haben wir schon weniger Zeit für einen Freund. Aber ich glaube, ich kann schon mit dem leben. Im 2015 habe ich das Hegejahr angefangen, also mit 18 kann man das anfangen. Und danach, nach einem Jahr, hat man dann die Prüfung, die ist mit nur Schiessen, Theorie-Teil ist und Distanzen schätzen. Und sobald man die Prüfung abgelegt hat und bestanden hat, darf man dann im Herbst jagen. Und eigentlich seit dem Herbst 16 fange ich zu jagen, also jetzt das vierte Jahr. Die Tiger haben eine Hausaufgabe. Im Vordergrund, der erste Gedanke ist immer, Wildbestand regulieren. Die Jäger zählen aber auch den Wildbestand. Wenn man schaut, wo es kranke Tiere hat. Die Jäger machen zum Beispiel auch Hegearbeiten. Zum Beispiel so eine Freihaltefläche schaffen, damit das Wild dort wieder essen oder fressen kann. Wir machen Rehkitzrettung, das ist auch ein grosser Teil. Für mich sind es einfach auch viele Arbeiten, die niemand sieht. Ich denke immer, vielleicht würde es ohne Jagd gehen, ich weiß es nicht. Die Frage ist auch, ob einem das gefallen würde, wenn es keine Jagd gäbe. Die Natur würde sich irgendwie wahrscheinlich schon selber regulieren, aber die Frage ist einfach, wie. Es würden vielleicht mehr Tiere im Winter gehen, es würde mehr Krankheiten geben, es würden wahrscheinlich mehr Tiere überfahren werden, weil es mehr hat. Die Tiere gegenseitig würden sich konkurrieren. Aber ich kann auch nicht sagen, ob es ohne Jagd würde gehen oder das ist schwierig zu sagen. Inzwischen, es interessieren sich auch viele Leute für die Jagd, oder? Und bezüglich Ernährung, oder? Viele fragen sich, von wo kommt mein Fleisch? Soll ich überhaupt noch Fleisch essen oder nicht? Das Schlimmste finde ich eigentlich, wenn man sagt, ich esse Fleisch, aber ich bin gegen die Jagd. Das ist für mich der komplette Widerspruch. Die Leute können sich auch nicht vorstellen, wie es ist, zu jagen. Das ist für viele ist das so. Wie kannst du das Tier töten, oder? Das ist doch herzig. Hast du gesehen? Drei. Da musst du zwei. Ist jetzt aber gut. Mich stört es manchmal, dass ein Haufen Tiere einfach vermenschlicht werden. Das fällt nur schon mit der Jägersprache an. Wir sagen nicht, das ist ein Kind und das ist ein Mütter. Wir sagen, das ist ein Geiss und das gibt sie. Oder wir sagen nicht, nein, das Tierchen musste sterben. Wir sagen, das Tier ist allein geworden. Einfach das, die Vermenschlichung nervt mich manchmal. Weil das Tier hat sicher gewisse Rechte. Das Tier hat zum Beispiel, finde ich, das Recht, artgerecht zu leben oder einen schnellen Tod zu haben. Aber für mich ist ein Tier einfach nicht ein Mensch. Ich glaube, der Jäger befasst sich schon fest mit dem Tod. Ja. Man ist ja schlussendlich in dem Moment wie auch der Entscheider über das eigentlich. Das ist eigentlich schon. Ja, ist schon noch verrückt eigentlich. Ja. Also ich fühle mich nicht mächtig, wenn ich jetzt ein Tier erlegt habe.
Es ist einfach eher Ehrfurcht. Oder irgendwie, vielleicht empfinden wir ein bisschen Glück, weil man, oder Freude. Ja, irgendwo, man darf auch sagen, es ist Freude. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass man das darf, dass wir das heutzutage kennen und dürfen. Es ist viel so, was man auf der Jagd nicht hat. Also sieht man immer etwas, aber man geht x-mal und hat plötzlich irgendeinen Spass. Oder? Man geht nicht am Abend heim und ist unzufriedeniger. Also zu der Jagd bin ich eigentlich schon durch meinen Daddy gekommen, weil ich einfach immer mit ihm mitgehen konnte. Und einfach, ja, das Fieber habe ich irgendwie hat sich dann weitergezogen. Ja. Aber ich habe die Sucht abgehängt, oder? Und es war natürlich immer in meinem Interesse, dass sie das auch weitmännisch und artgerecht ausführt. Und das macht sie uns. Jetzt ist von mir gelernt, oder? Mit etwa 10 bin ich das erste Mal mitgegangen. Ich habe zum Beispiel immer am ersten Jagdtag kann ich nie mit. Weil die Mutti oder meine Mutter hat immer gesagt, nein, am ersten Tag da gehen alle und da spinnen jetzt und dies und das und ich alle teufeln. Und auch nicht in die Schule, oder am 1. September. Ja, man gibt das natürlich schon den Jungen weiter. Und eben, entweder besteht das Interesse oder es besteht nicht. Aber was natürlich ist, entweder ist man leidenschaftlicher Jäger oder man ist kein Jäger. Also das ist mein erster Rehbock. Mein allererster, den ich je kennen schiessen. Das ist der erste, den ich am Hund abgeschossen habe. Und das ist ein Hirschstier von einem Jagdkollegen, der gestorben ist. Und ich habe selber auch noch keinen. Und da habe ich einfach den Ausweis drin. Den Jagdfähigkeitsausweis. Und das Patent, wo eigentlich darauf steht, was ich gelesen habe. Zuerst könnte man zum Beispiel beim Reh, was für ein Tier, wie schwer. Hegeabschuss wäre zum Beispiel, wenn es jetzt, sagen wir, es wäre krank gewesen, man hat gesehen, es ist voll abgemagert, dann darf man nachher noch einen Scheiß. Hegeabschuss ist eigentlich schon so etwas, wo die Jäger alle schon noch stolz drauf sind. Oder wenn man jetzt irgendwie eben ein abgemagertes Tier oder darf schiessen. Und das ist ja klar, weißt, viele sagen mir, ja, die Jäger schiessen ja die kranken Tiere, das stimmt ja schon, aber wir schiessen ja eben nicht nur die kranken Tiere, das muss man natürlich. Ich meine, verschändern muss man es auch nicht. Das ist klar, man schießt nicht nur die kranken Tiere. Auch der Luchs frisst nicht nur die kranken Tiere. Der frisst auch einen Skizzi oder vielleicht frisst er einen Gemsbock. Einer geht oben drauf, also wenn er über den Hocker ging, hinten eine Haltebach hat. Zwei gehen die Tierschwände. Da sind wir 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin hier hinten. Einer ist da hinten. Und der Fünfte, wo ist wo? Der Fünfte kann ja hier. Wir gehen jetzt hier das Weltbetrieb. Also das heisst, Hinde drin lassen. Drei Hinde oder zwei. Und die anderen Jäger verstellen die eigentlich ringsherum, oder? Und eigentlich das Ziel ist dann, dass der Hund das Reh eigentlich am Nordanjagd, wo jemand von uns schiessen kann. Ich bleibe in dem Fall da. Dann können wir, wenn sie da unten kommen, wenn sie hier auf das offene Gekämpfte kommen, und wenn ich höre, sie gehen rauf, kann ich immer noch, sonst kann ich noch da vorne stehen, sehe ich ja noch vorne. Es geht nicht nur darum, ob ein Tier stirbt oder nicht. Es geht darum, wie ein Tier leben kann. Das Wild hat eigentlich selten mehr Rio. Man ist nicht mehr überall einfach allein. Oder ich helfe Mountainbiker und Jogger und Wanderer nutzen den Wald. Das Jagen wird durch das halt schon auch schwieriger. Oder? Weil man muss extrem aufpassen, wo das man ist und was das man macht. Ja. Fehlschüsse, das kann natürlich, oder wir sind auch nur Menschen, es kann immer passieren, dass man einmal in die Richtung trifft. Oder? Das ist natürlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, oder? Wenn man das Tier nachher nicht überkommt. Ja, mir ist es auch schon passiert, dass ich ein Tier nicht richtig getroffen habe. Das ist klar, man gibt nachher sein Bestes, dass man das irgendwie findet, eben mit einem ausgebildeten Hund nachsuchen.
Und es ist halt einfach nicht viel gekommen. Also ich habe es drin gefunden. Und das ist schon, also da schlafen wir am Abend nicht gut. Und wir schlafen auch die nächste Nacht nicht gut. Wir schlafen vielleicht eine Woche nicht gut. Das ist wirklich, also es fährt schon noch ein, weil, also wo mir das passiert ist, das tut natürlich schon euch weh, oder? Man ist ja nicht einfach, ich meine, wir sind auch Menschen. Und ich glaube, ich, also ja, wenn ich, wenn mir das jetzt nicht würde wehtun, dann hätte ich wirklich einen guten Jäger, denke ich. Nein. Mal? Jetzt. Aber nicht gross. Wer ist der? Vorher zu also bei Hundejagd weiter unten. Aber ich weiß nicht, ob das einer von uns war oder ein anderer. Wer kommt denn zur Frage? Ah, bei der Gitte? Ja, wo ist Buckeli wo? Hä? Wo ist Buckeli wo? Such! Such! Und er hat jetzt gesagt, sie haben zweimal gestochen. Also gestochen heisst, wenn sie etwas in der Nase hatten. Oder? Und so ein bisschen davon jagen, aber sie haben es dann wie nicht weiterverfolgt. Und jetzt geht er eigentlich umdurch, noch weiter. Wenn sie jetzt von davon jagen, sie wieder zurückgehen. Oder kann natürlich jetzt immer noch etwas kommen. Oder es ist eigentlich nicht vorbei, wenn er bei uns durch ist, sondern die Regen nicht immer nur so. Oder sie können ja auch wieder zurückkommen. Kay ist bei mir. Martin, sein Hund. Tali, ist fertig? Okay. Okay, ja, wir gehen auf Appen, ja. Also, ich tue mich rum mitberichten, gell? Tschüss. Eben, der erste Teil ist jetzt vorbei. Also, wir haben jetzt einen Trip gemacht. Und es war jetzt nie. Und jetzt sind wir noch zu Mittagessen. Also bei uns ist das eigentlich schon noch wichtig. Wir dann eigentlich immer, oder eigentlich schon noch herstellen werden. Wir machen eigentlich jeden Mittag immer zusammen irgendwo zu Mittagessen. Das ist ja eigentlich sehr selten, dass es den Haar genau stimmt und ich kann genau dort etwas schiessen und bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist eigentlich, viele Leute stellen sich vor, ja, ich gehe einfach und dann habe ich etwas, oder? Sicher habe ich Freude, wenn ich etwas schiessen kann, oder? Wenn ich das Glück habe oder wenn mir wirklich etwas ansteht und alles passt und es ist tipptopp. Aber es ist nicht der primäre Ding, warum ich jetzt die Jagd so schön finde. Also es ist auch in der Jagdgruppe, Kameradschaft. Und da ist man halt wirklich von morgen früh bis am Abend spät einfach irgendwo im Wald raus. Das finde ich einfach auch schön. Du möchtest gleich einen schönen Tag kommen, wir sind ja kennengelernt. Ja, es ist ja immer schön.